Hallo und willkommen zu Let's Play. Oder will ich das Kapitel neu starten? Kontrollpunkt neu laden. Wow, Kapitel neu starten scheint aber nicht zu gehen. Ha. Egal, guter Icker-Mensch. Uhr läuft. Ich hoffe mal, die Aufnahme läuft auch. Vielleicht lag es ja wirklich daran, dass einfach zu viele Videos im Ordner waren. Ich sollte also von Zeit zu Zeit, sollte ich es mir doch angewöhnen, von Zeit zu Zeit sollte ich es mir angewöhnen, ja, was sollte ich mir nur angewöhnen? Da kommt es ja schon. Ach, sie weiß noch nicht, was sie machen soll. Muss ich mit dir talken deswegen? Ach, die weiß nicht, was ich mal, was ich von ihr will. Muss ich erst springen und es nicht schaffen? Ah, jetzt hat sie es auch mal kapiert. Super. Ist ja eine Spitzenleistung. Ein tolles Gegengewicht. Du bist ein tolles Gegengewicht. Darüber? Nein, Lippo, da musst du nicht rüber. Ich schwimme so gern. Ja, das ist doch egal. Das ist bestimmt das frischeste, reinste Wasser der Welt. Okay, da war es nicht lang. Hier vielleicht lang? Auch nicht. Da vielleicht lang? Mensch, Lippo, du hast das doch schon mal gespielt. Ja, das war vor meinem Gedächtnisschwund. Mann, das kann doch nicht sein hier. Dem Lippo fällt nicht mehr ein. Ich bin doch irgendwie. Oder muss ich da reinschwimmen? Kann ich mit dem Haken was machen? Lippo, das kann doch nicht sein. Schande über dich, Lippo. Ah, hier. Ja, das habe ich natürlich gewusst. Dem Lippo fällt hier gar nichts ein. Ach so, außen rum hier. Meine Güte, wie geschmeidig das geht, wenn man weiß, wie das geht. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Das schaffst du doch nicht allein, da muss das Mäuschen. Ich meine, jeder. Ich schaff das nicht Ja, allein. ja, 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 ja. Jeder normale Mensch würde jetzt da drauf klettern und dann das Teil einfach von der anderen Seite umkippen. Vor allem, was ist das denn? Wieso kommt man auf die Idee, diesen Schrank nur anheben zu wollen? Das will ich gar nicht machen. Ich würde den einfach umkippen, scheißegal. Einfach nach rechts umkippen, das Teil, das Gewicht wird dafür sorgen, dass er umkippt. Und dann hat sie die Sache erledigt. Das kann nur nicht sein. Oder drunter herkriechen oder irgendwas. Aber auch die geile Helena dafür, da wahrscheinlich am Arsch rumgrabbelt, während die das macht. War auch eine schöne Uhr. Allein den Stuff hier zu verkaufen, würde bestimmt einiges Geld einbringen. Das heißt natürlich, wenn das eine echte Welt wäre hier. Eine schöne Uhr. Ich bin wirklich mal gespannt, wie viel von Uncharted 4 in The Last of Us reinfließt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man so neutrale Objekte wie so Uhren oder so, die würden auch bei The Last of Us passen. Da sind die Regale zusammengebrochen, da wurde ich weich geworden, eingeweicht und dann irgendwann zusammengebrochen. Das ist eines der Spiele, bei denen kann man stundenlang zugucken. Beziehungsweise stundenlang die Umgebung ansehen. Warum mussten die das anheben? Totaler Mumpitz. Ich hätte das noch nie angehoben. Ja gut, der Vorteil ist natürlich, obwohl die kommen ja trotzdem durch. Was ist denn los? Hier kann ich mal wieder steuern. Das ist so ein bisschen.
Die machen ja meiner Meinung nach viel zu oft immer die gleiche Mechanik. Immer dieses Anheben. Balken anheben, hier jetzt Schränke anheben, statt den Scheißschrank einfach umzukippen. Das wäre zumindest mal eine andere Mechanik wie das andere. Es sei denn, der Grund wäre, wenn die Leute vorbeikommen, dass die, ja, nicht zu aufwendig machen wollen, dass sie hier durchgekommen sind. Das wäre vielleicht eine logische Erklärung, obwohl die Gegner kommen sowieso. Ein schöner Elefant, den haben wir auch schon mal gesehen. Kann ich mich den Spiegel im Spiegelbild? Nein, natürlich nicht. Nathan, du bist ein Vampir. Da wusste ich doch schon, Elena. Die schöne Elena. Ich stand mit ihr beim Bier. Da war es mir schon klar. Schon als sie richtig schön besoffen war, da machte ich die schöne Elena mir klar. Und als wir dann noch in der Kiste waren, da konnte ich nicht weiter reimen. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tu. Wollen wir wetten? Thomas Tu, Henry Avery. Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So, und für den Rest des Videos guckt da Lippo sich erstmal um, guckt dann das Video an. Überprüft sein, das müsste ja da so gewesen sein. Der Ordner war, ich hatte ja schon 43 GB in dem einen Ordner an Videos. Und kann sein, dass die PlayStation da keinen Bock mehr hat, wenn das, ich formuliere das einfach mal so.
Ja. So. Für die Nachtzeit. Die Archäologen, wenn die das hier finden würden, die würden doch einen halben Orgasmus kriegen. Die würden wahrscheinlich zum spontanen dermaßen aufgegeilt sein hierdurch. Die würden zum spontanen naja, das vielleicht nicht. Wenn ich schon bei uns hier in Kassel auf dem Marktplatz hier am Rumbuddeln sind mit Metalldetektoren etc., weil da früher mal ein Kiosk gestanden hat, 1920. Da müssen die Bauarbeiten am Marktplatz natürlich erstmal zurückstehen. Viel wichtiger, so ein Kiosk da auszubuddeln. Aber vielleicht machen sie es ja, dass die den wieder neu hinstellen. So zum Andenken, also so ein Kiosk hinstellen, der aussieht wie der von früher. Na 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 na. Meine Güte, Lippo, du nimmst auf, du kannst dich nicht abgähnen wie so ein Ochse hier. Kann doch nicht sein. Lippo, der Gähner vorm Herrn. Ich kann gar nicht rumrollen hier. Wahrscheinlich wäre das zu ketzerisch den Piraten gegenüber. Kann er wie so auf dem Tisch rumklettern? Kann doch nicht sein hier. Der Lippo kann nicht auf dem Tisch klettern. Alles umkippen. Ja, was soll man da sagen? Es ist natürlich nicht so klug. Aber die haben mir wohl vertraut. Ja gut, das war dann das letzte Vertrauen. Kann man da durchgucken? Lippo gähnt sich wieder die Hucke voll. Das findet der Lippo so wundervoll. Kann ich wenigstens meine Waffe ziehen? Sachen kaputt schießen? Warum nicht? Das kann doch nicht sein. Da Lippo will Klamotten kaputt schießen. Ach, ich habe immer noch diese Schweineshotgun. Erstmal an der Schrift des Headsets rumzerren. Ich habe erst überlegt, ob ich das Kapitel nochmal anfange. Ich finde das gar nicht, Kapitel nochmal anwählen. Ich könnte hier einfach irgendwann mal Kapitel anwählen gehen und dann dieses Kapitel nochmal anwählen. Wo die ganzen Videos nicht mal liefen. Andererseits ist das denn so wichtig? Vermutlich werde ich der Einzige in 10 Jahren sein, der mal wieder hier reinguckt und sich unter Tränen seine Videos anguckt. Das habe ich früher aufgenommen. Wie ist das traurig. Tschüss und danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ich grüße mich selbst, wenn ich mich selbst gucke irgendwann.